So, ich habe das ganze Level nochmal neu starten müssen. Das hatte ja, die Maus hing ja in der Ecke oben fest, da ging nichts mehr. Habt ihr ja mitgekriegt. Und leider hat die Cloud-Speicherung versagt. Ja, da ging nichts. Ja, ich musste mal komplett von vorne anfangen. Hab diesmal ein bisschen mehr Kohle. Dafür habe ich ein Lattenproblem. Ich habe diesmal die. Ich habe die Fortbildung komplett weggelassen diesmal. Dafür habe ich eh keine Zeit wirklich und mir fehlen auch die Leute dafür. Ich habe immer noch keine. Das Hauptproblem ist weiterhin keine Chirurgen. Aber da war einer gerade sehr gut. Da, den schnappen wir uns. Dafür schmeißen wir den einen anderen raus. Das war klar, die am schlechtesten sind, sind noch gerade. Andererseits, jetzt könnte man tatsächlich Fortbildung betreiben. Eine Schwester auf die Station, bitte. Sind die Psycho-Heinis? Dann kann ich die Psychos wenigstens ein bisschen. Ach Gott, was ist denn da los? Den schicken wir mal heim. Ich weiß nicht genau, warum der da schon ewig rumgammelt. Wahrscheinlich, weil das einer von den schlechteren Ärzten ist. Der ist gut. Den stellen wir für die Allgemeinmedizin ein. Meine Fresse, was ist denn hier los? Der Ruf ist doch gar nicht so gut, dass so viele Leute deswegen herkommen würden. Ja gut, das Gute ist, dass so viele Leute, die trinken halt ordentlich was. Das heißt, ich nehme ein bisschen Geld durch den Getränkautomat ein, beziehungsweise kriege immer diesen Preis zum Jahresende von der Getränkeindustrie. Der Quatsch. Warte mal, die eine muss weg. Die ist gut. Thank you.
Na, fängt die Maus schon wieder an, dich so umzunerven. Was können wir machen? Oh, halt. Langsam besser. Wichtige Durchsage. Patienten mit Fernsehfieber treffen ein. Wir entschuldigen uns für den Müll. Tut mir leid, ich bin so erkältet oder hingebrochen. Oh, Chirurg. Sehr gut. Von hier aus. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. War klar, wenn ich einen Notfall habe, dann ist die Schwester da weg. Ich glaube, das mit dem Notfall wird nichts. Ich glaube, die sterben alle. Den hätte ich nicht annehmen dürfen. Nicht bei dem Betrieb, den ich ja schon hatte. Ich weiß gar nicht, wo die Leute alle herkommen. In die Allgemeinmedizin. Ich habe von den Notfallpatienten mal noch gar keinen einzigen, der unten hat sich behandeln lassen. Das sind die Fernsehfieber, die sind da drin. Ja, die sitzen trotzdem noch alle hier draußen, die ganze Fernsehfieber-Leute, die sterben alle. Okay. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Ich habe einen retten mehr. Meine Güte.
Das war's. Zack, 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 zack. Überfallen sie um. Ein Mitglied des Ministeriums ist im Krankenhaus. Genau rechtzeitig beim Massensterben. Toll. Das heißt, am Ende des Jahres gibt es schon wieder keinen Bonus, also die 10.000, weil mir die Leute über die Klinge gesprungen sind. Ah, ich hätte es nicht annehmen dürfen. Aber ich habe gedacht, die gehen hier zur Pharmatheke. Ja, die werden durchgewunken, zack, 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 Medizin rein und weg. Ich habe nicht gewusst, dass das alles, die wollen alles im Psychiater. Und solange da kein Psychiater drin hat, der was drauf hat, dann dauert das halt ewig. Und jetzt die blöde Poliklinik wieder erforscht. Also mein Ruf ist total schlecht, weil mir die Leute verstorben sind, aber trotzdem kommen die Menschen. Muss man nicht verstehen. Als dass es die anderen noch schlechter sind. Komm, lass da noch ein zweites Chirurg dabei sein, dass ich endlich... Noch ein Berater, das wäre natürlich eine Maßnahme, gell? Die warten alle für die Rezeption. Ist ja der Knaller. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass das wegen der Rezeption da ewig alles rumsteht. Das Gute ist natürlich, wenn der auf Meisterlevel hochgepusht würde, dann könnte der seine Chirurgiekenntnisse weitergeben, könnte der unterrichten. Nee, die bauen wir noch nicht. Sobald wir die nämlich bauen, den OP, rufen die ganze Zeit die Leute aus und wollen, dass da jemand behandelt wird. Solange das... Ach, Himmel. Das habe ich noch nie sowas gesehen, dass da 16 Leute für die Rezeption warten. Sollten wir auch noch Toilettengang berechnen. Und dabei ist die schon super.
entschuldigen und für den Müll. Also manchmal überrascht mich das Spiel. Ja, die ist echt gut. Wenn man den Wert noch erhöhen muss, dann kaufen wir noch Gebäude dazu. Die Poli haben es immer noch nicht wieder erforscht. Ist auch geil, dass er die ganze Zeit da drin rumgammelt. Komm, dann hocken wir mal den da rein. So, machen wir ganz einfach. Wir schmeißen jetzt im Prinzip jetzt einfach alle raus, bevor sie überhaupt von der Rezeption angenommen werden konnten. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Die können sich eigentlich gar nicht großartig beschweren, weil sie wurden ja gar nicht angenommen. Das heißt, ja. Und jetzt warten wir einfach mal kurz, bis sich das hier ein bisschen entzerrt. Weil das so geht's nicht. Viele finanzielle Reserven haben wir dann doch, dass wir uns das mal leisten können, einfach keine neuen Patienten anzunehmen eine Zeit lang. Bis hier wieder klar Schiff ist. Drei Viertel des Levels ist geworden, sehr schön. So, langsam dürfte ich das hier mal ein bisschen entzerren. Thank you.
Sie sind total erschöpft, die arbeiten doch gerade gar nicht. Die Patienten werden gebeten, sich nicht zu oft zu übergeben. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Eine Schwester auf die Station, bitte. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Den muss ich im Auge behalten, dass er mir verstirbt, bevor er. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Der denn jetzt hin? Junge, du bist dran. Komm, geh heim. Ich will nicht, dass du auf dem Klo abnibbelst. Ah, die Poliklinik, da haben wir sie doch. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. So, das sieht auch soweit ganz gut aus. Wir entschuldigen uns für den Müll.
So, jetzt können wir wieder Rezeption aufbauen. So, läuft ja soweit jetzt wieder. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Ja, ich muss jetzt alle rausspielen. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Dafür wäre unten noch Platz. Ist doch kein Platz, okay. Es sei denn natürlich. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ja, ich bin immer so schlecht. Na gut, die lieben mich. Immerhin hatte ich die wenigsten. Das ist ja natürlich auch schön. Todesfälle. Kommt schon der erste. Nee, was hatte ich mir gemacht? Die Poliklinik.
Nee, die nehmen wir ja dann. Das sind zu viele. Ja, der Knilsch kommt auch nicht mehr zurück zur Ausbildung, oder? Alter Falter, du sollst dich ausbilden lassen, nicht da rumwuseln. Suche immer noch einen zweiten Chirurgen.